erste Popstar der Kindermusik in Deutschland und er ist es bis heute. Gerade ist er 75 geworden und man glaubt es auf keinen Fall. Herzlich willkommen, lieber Rolf Zuckowski. Danke. Auch wenn ich sehr hier angekommen bin und weiß, was Themse bedeutet, bin ich im Nordlicht, genauso wie er. Er ist einer der erfolgreichsten Künstler Deutschlands, kann man wirklich sagen. Hat Hits für viele andere auch geschrieben. Auch darüber werden wir reden. Ich glaube, wenn man seine Hits hören würde im Autoradio, dann könnte man von Dresden bis Barcelona kommen und man würde sich nicht wiederholen. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Rolf Zuckowski. Danke. Lieber Rolf, in der Vorbereitung musste ich doppelt schmunzeln. Nicht nur, dass wir beide aus dem Norden kommen. Wir sind beide Maikinder. Wir haben beide am 12. Mai Geburtstag und wir sind beide in Hamburg geboren. Das muss doch was bedeuten hier zwischen uns. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Zurück. Der große Geburtstag 75 war es. Ich habe es vorhin schon gesagt, man kann es gar nicht glauben. Allein das Haar, alles ist da. Manchmal ein bisschen zu viel sogar. Da aber würden andere sagen, Dankeschön. Wie haben Sie gefeiert, den 75.? Den 70. haben wir ganz groß gefeiert, eigentlich dreimal. Familie, künstlerischer Freundeskreis, Business. Und ich habe meiner Frau versprochen, weil sie wirklich auch richtig was tun muss dafür und nicht richtig feiern kann. Den 75. feiern wir beide ganz allein. Und zwar da, wo wir ganz besonders gern sind, wenn wir nicht in Hamburg sind, in Paris. Und da waren wir 3 Tage. Diese Stadt hat ihren Zauber, sie war unglaublich voll. Es haben, glaube ich, ungefähr 2 Millionen Touristen mit uns gefeiert, ohne dass sie wussten, warum. Es war richtig schön und wir haben wirklich wieder schöne Erinnerungen und haben im Olympia eine ganz wunderbare Sängerin gesehen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, Anne Sila, eine großartige französische Pop-Chansonette. Und das war eine ganz schöne Geburtstagsfeier für 2. Und das Schönste war, als sie mir um 1:58 ins Ohr gesungen hat, wie schön, dass du geboren bist. Oh, also das war richtig schön. Da ist es noch, die große Romantik. Ich glaube schon, dass da immer so ein bisschen Bewunderung auch mitschwingt bei vielen. Wir haben über Liebe geredet und wie man den Richtigen findet. Wenn es die Richtige schon so lange ist, dann ist das was wirklich Besonderes, gerade in heutigen Zeiten und auch in Ihrer Karriere, die ja auch wahnsinnige Höhepunkte hatte. Da flogen keine BHs auf die Bühne, aber Zahnspangen oder Kindergummimäntel. Aber wie haben Sie es geschafft zu überdauern mit Ihrer Frau über all das? Also unser Schlüssel ist immer wieder, dass wir uns so jung kennengelernt haben. Sie war 15, ich war 18. Heute wäre das vielleicht ein Fall fürs Strafgesetzbuch. Aber wir haben uns so früh gefunden, dass wir all die Schritte zum Erwachsenwerden hin gemeinsam erleben konnten. Wir haben uns aneinander gewöhnt, wir haben uns immer wieder neu verliebt und haben uns immer wieder gern in die Augen geguckt. Und das ist auch heute noch so. Aber wir haben auch gelernt, dass Liebe auch Fürsorge heißt. Dass es viele Situationen gibt, in denen man merkt, jetzt braucht mich der andere mehr, ohne Herzflimmern und alles, sondern einfach so eher in den Arm genommen, getragen, damit es einem wieder besser geht. Also Liebe hat so viele Gesichter und die haben wir in diesen über 50 Jahren, glaube ich, alle kennengelernt. Aber es kommen auch noch welche, da bin ich ganz sicher. Ja, ich glaube, das stimmt. Aber ich finde es schön, was Sie sagen, weil es ist nicht immer die Niere, die man spenden muss, aber manchmal wird vielleicht einer krank, erlebe ich gerade bei mir zu Hause. Und wenn dann die Ehe zusammensteht, dann ist es natürlich wunderbar. Sind es solche Momente, wo Ihnen auch Lieder einfallen, wenn Sie nach Paris fahren und es romantisch ist oder Sie im Auto sitzen und Ihre anderen Songs hören? Wo, es sind mir wirklich viele Lieder im Auto eingefallen, aber jetzt auf der Fahrt nach Paris in diesen überfüllten Zügen, vor allem auf der Rückreise, da fiel mir nun wirklich kein Lied ein. Aber einige Lieder, die viele kennen, sind im Auto entstanden. Zum Beispiel in der Weihnachtsbäckerei. Auf dem Weg von Bochum nach Hamburg. Zu Hause wurde gebacken. Ich habe es im Autotelefon gehört. Und ich habe im Auto in Gedanken mitgebacken. Und da ich wirklich kein guter Bäcker bin, ist das Lied so verrückt geworden, dass es heute so beliebt ist. Also ein präzise gesungenes Rezept wäre bestimmt kein Erfolg geworden. Aber es gibt auch sehr ernste Lieder. Ich habe zum Beispiel 1990 in Schwerin in der Friedensschule Menschen kennengelernt, die am runden Tisch all die großen Probleme der Wende diskutiert haben. Und mein Kopf hat wirklich gebrummt von der Vielfalt von Fragen, um die es jetzt geht. Und dann habe ich im Autoradio jemanden gehört, ich glaube, es war ein Wirtschaftsboss, der hatte auf alles sofort eine Antwort. Es war alles ganz klar für ihn. Und für mich war das so der Inbegriff des Besserwessis.
Und dem habe ich mein Lied »So wichtig bist du auch wieder nicht« im Auto geschrieben. Und es ist eines meiner Wendelieder. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel drin von dem, wie ich auch versuche, mit Menschen umzugehen, die vielleicht ein bisschen glauben, schlauer zu sein als alle anderen. Und das schimmert in manchen Liedern von mir durch, dass man auch wirklich mal ein bisschen kritisch sein darf, aber immer erbaulich bleiben muss. Gute Botschaft. Kinderlieder sind ja wirklich immer Sound des Lebens. Die begleiten einen als Kind natürlich selbst, aber dann, wenn man auch erwachsen ist und so liebevoll auf seine eigenen Kinder schaut. Ich gucke mal in die Runde. Was sind die Kinderlieder, die ihr zu Hause gesungen habt? Inka, gab's? Habt ihr Weihnachtsbäckerei? Das auch ja, das kenne ich auch. Ja, Beatles haben wir gerne. Ja, wir auch natürlich. Die Beatles ist auch immer gut gewesen. Rolling Stones. Mit den Kindern, das ist also fertig bei euch. Als sie ganz klein waren, guten Abend, gute Nacht. Ja, Schlaflieder sind doch Schlaf, sehr ja. Absolut, braucht man heute nicht mehr, aber als Kind auf jeden Fall. Wladimir Kaminer hat mir vorhin gesagt, eigentlich schlummert in ihm auch ein Sänger. Es ist nur ein bisschen eingeschlafen. Wie war das? Ja, aber jetzt für gute Nachtlieder bin ich nicht zu haben. Nein. Also nee, nicht. Aufwachlieder. Ich hätte Inka gern spontan vorhin ein Lied vorgesungen, das, glaube ich, ihr Lebenslied ist im Moment. Das geht so. Kinder werden groß, man hat sie lieb und lässt sie los. Man hält sie fest und lässt sie gehen, denn was geschehen muss, muss geschehen. Das habe ich meiner Tochter am Abend vor ihrer Hochzeit vorgesungen, auf unserem Sofa. Die Tränen sind geflossen. Aber ich glaube, dies loslassen, das war schon in meiner Vogelhochzeit ein wichtiges Thema. Mein erstes Kinderalbum war auch ein Elternalbum. Es ging da auch wirklich ums Kind loslassen können. Schon in diesen frühen Jahren habe ich solche Gedanken gehabt. Sie haben ja eine Platte mitgebracht. Ist das die? Da an der Seite steht eine Platte. Irgendwie haben Sie... Ja, ist die das? Durfte sie mitbringen, es gibt sie wieder als Vinyl, so wie sie mal erschienen ist. Ach, Vinyl ist jetzt Rolfs wieder in. Vogelhochzeit. Ja, ja, ja. Und diese Bilder hat ein guter Freund von mir gemalt. Ich durfte sie vertonen. Er war der Schlagzeuger meiner Schülerband und hat mir geholfen, durch diese Lieder eine Geschichte zu erzählen. Nämlich von einem Vogelpärchen, das sich findet, ein Nest baut, ein Kind, ein Ei in die Welt setzt, das Kind füttert. Und auch zum Schlafen bringt übrigens Schlaflieder. Und es war immer das Lieblingslied der Mütter auf diesem Album. Sieh nur die Sterne. Aber auch das Kind eben am Ende loslassen und gucken, dass das Leben in die nächste Runde geht. Ach, ich fühle mich sehr ermahnt als Mama eines Elfjährigen, die so schlecht loslassen kann. Aber was Sie vielleicht gar nicht wissen, auch Jörg, die Schweiz ist wahnsinnig verbunden mit Rolf. Ja, ja, er hat uns befruchtet. Wir wären ohne ihn im Grand Prix Dingsbums, wie es hieß, Eurovision, wären wir nichts gewesen. Naja, komm. Doch, doch. Da gibt es immerhin den Peter Reber. Eine große Liedermacherlegende in der Schweiz. Ja. Und er hat wunderschöne Ideen zu Songs gehabt, die wir dann zusammen zu Ende gebracht haben. Ja. Wir waren mit Trödler und Company, diesem wirklich verrückten Song über Sperrmüll, mit dem man Musik machen kann, mit Furigobs und Knede in Jerusalem. Ja. Und mit Io Senza Te, und es ist ein ganz wunderschönes das Musical. Das ist das Schönste, finde ich. Am 13. Juli ist Premiere am Thuner See. Das Musical Io Senza Te. Io Senza Te. Cosa fare. Ja. Jetzt und da waren wir in Dublin immerhin Vierte. Ja, das, ja, ja, das war auch ein fantastisches Lied. Ich fand es sehr ungerecht, dass wir damals nicht gewonnen haben. Ja, aber Johnny Blue war auch ein starker Song. Ja, nein. dass du jetzt hier ins musikalische Fachgesimpel noch einsteigst, ich bin total begeistert. Nein, aber die Schweiz bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Ja. Peter Reber ist ein ganz großartiger Melodienerfinder, aber auch ein Themenerfinder für Songs. Und er hat mir und meiner Frau ganz viele Vorlagen gegeben, die wir dann aufgegriffen haben. Zum Beispiel das Lied Vogel ohne Flügel. Du kennst es wahrscheinlich. Mhm. Das gibt es in Schweizerdeutsch schon lange. Vogel ohne Flügel. Das ist Berndeutsch und heißt Vogel ohne Flügel.
Ja, und er hat es für seine Frau geschrieben und ich habe es dann für meine Frau auf Hochdeutsch übersetzt. Und das ist eines der erwachsenen Liebeslieder. Und beide Frauen sind sehr befreundet und finden das schön, dass es das Lied jetzt in beiden Sprachen gibt. So viele Geschichten zu so vielen Songs, das ist unheimlich schön. Sie sind ja auch jemand, der ganz früh, Künstler aus der DDR hier, sind ja auch ganz wunderbare Liedermacher immer gewesen, im Radio schon gespielt haben. Früh gesagt haben, da gibt es ganz tolle, die müssen wir auch hören. Ich habe im NDR einen Kinderfunkplatz gehabt mit Mikado. Und da habe ich zum ersten Mal Gerhard Schöne gehört und den Traumzauberbaum und habe diese Lieder auch gespielt und habe mich gewundert, dass sie zur selben Zeit wie ich begonnen haben, neue Kinderlieder zu machen. Nur wir wussten nichts voneinander. Dazwischen war leider eine Grenze. Es gab auch vieles, was man hier und da nicht hören konnte. Aber sie zu entdecken und mit Gerhard Schöne insbesondere auch eine Art künstlerische Freundschaft zu haben, das hat mir sehr viel bedeutet. Sie sind auch immer... Sie sind auch immer ein musikalischer Brückenbauer gewesen und haben mit vielen Leuten zusammengearbeitet. Kann man vielleicht mal sagen, wissen viele gar nicht. Guten Morgen, Sonnenschein. Was wir übrigens gerne morgens anmachen, wenn der Sohn nicht aufstehen will, dann steht er auf. Kann man übrigens sehr gut im Chor singen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Jeden Tag damit wach werden. Bist du da jetzt raus? Dann geht die Sonne auf. Das erreicht den Schweizer nicht. Ja. Ich bin io senza te. Prenderti nel vento come un anno fa. Das hat ja der Marcel gesungen mit seiner unglaublichen Unglaublich. Ja. Okay, da kommen wir jetzt nicht mehr zusammen. Aber vielleicht mit jemand anderem. Peter Maffay. Ja. Ist auch eine ganz tolle Zusammenarbeit entstanden. Wie muss man sich das vorstellen? Ruft der Peter an, hallo, hier ist Peter Maffay. Der dir hallo, hier ist Peter. Oh, genau. Ich kann das nicht nachmachen. Wie war das? Es war eine sehr spezielle Situation. Peter wollte einfach mal wirklich was ganz anderes machen. Er war mit Steppenwolf vom Schlagersänger zum Rockstar geworden. Und seine Plattenfirma war nicht mehr so ganz in seiner Spur. Und dann wollte er wirklich mal was machen, was die eigentlich nicht wollen. Nämlich Weihnachtslieder singen, am liebsten rumänische. Aber er hat sich besonnen und hat mich gefragt mit seinem Freund Dieter Viering, ob wir vielleicht deutsche Weihnachtslieder singen könnten oder schreiben könnten. Aber mir sind nur zwei eingefallen. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Peter, das wird nichts. Du und Weihnachten kriege ich nicht hin. Aber er war damals mit einer Lehrerin verheiratet. Und die hat ihn angestoßen und hat gesagt, du könntest doch auch Kinderlieder singen. Das kann der Rolf doch nun wirklich. Und dann ist er zu mir gekommen. Wir wohnen an der Elbe, am Elbhang. Er konnte nur auf die Schiffe gucken. Und trotzdem haben wir herumgesponnen, was könnte Maffay mit Kindern zu tun haben. Es musste abenteuerlich sein. Es musste sagenhaft sein. Es durfte nicht kleinkindlich sein. Und darum haben wir über Figuren nachgedacht, wie Drachen, Fabelwesen, Figuren aus Büchern, die plötzlich lebendig werden. Und damit hat er mich erst mal allein gelassen. Und dann ist in meinem Kopf dieser kleine Tabaluga-Drache gewachsen. Aber das hat sehr viel damit zu tun, dass er mir eine Kassette hinterlassen hat, auf der er nur gesummt hat. Das war eigentlich der Auslöser. Das hat mich so berührt. Dieser Lederjackenrocker hat so einen weichen Kern. Und ich habe dabei die Zeile, ich wollte nie erwachsen sein, im Kopf gehabt. Und daraus ist dieser ganze Handlungsbogen Tabaluga entstanden. Und schließlich auch die Schildkröte Nessaya, denn die hat ja auch so einen Panzer und schützt ihren weichen Kern. Also die Grundhandlung der ersten Reise von Tabaluga habe ich dann ihm vorgespielt. Zwei Wochen später, es ging schnell, er war total begeistert. Und ich habe ihn dann gebeten, noch jemand mit ins Boot zu holen, nämlich den wirklich wunderbaren Textdichter Gregor Rotschalk. Und wir beide haben durch Spaziergänge entlang der Elbe dann die ganze Geschichte von Tabaluga erfunden. Ich habe ihn dann die weiteren Folgen selber machen lassen, weil meine Welt, die Welt der Kinderlieder, der Elternlieder, wurde immer wichtiger für mich. Und ich wollte den Tabaluga-Kosmos dann doch lieber ihm überlassen. Aber die Freundschaft ist ganz stark. Er hat ja auch jetzt gerade wieder ein Kind und hat auch ein Kinderbuch mit seiner jetzigen Frau geschrieben. Also Peter und ich, es verbindet uns sehr viel, insbesondere dieses Lied. Dann müssen wir es jetzt machen. Ich vermute, dass es viele mitsingen möchten und ich möchte niemanden daran aufhalten. Es ist eine Hymne für alle Erwachsenen, die glauben, es ist auch lohnend, ein bisschen Kind zu bleiben. Ich wollte nie erwachsen sein, hab immer mich zur Wehr gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein. Und doch hat man mich oft verletzt. Irgendwo tief in mir
bin ich ein Kind geblieben, erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät. Mein Gänsehautmoment heute schon jetzt. Es gibt ein ganz wunderbares Buch, ein bisschen Mut, ein bisschen Glück über ihr Leben von den Anfängen bei den Beethovens, einer super erfolgreichen Band damals schon. Ging es dann weiter über einen Ausflug in den Schlager? Ja. Ist es eigentlich richtig, dass es einen kleinen Hinderungsgrund gab, warum es nicht dazu kam, nämlich ja, ihre Zähne? Der war's? Vater von Vicky Leandros war bereit, mit mir Schlager zu produzieren, mit meinen Melodien. Und dann hat er einen Spaziergang mit mir gemacht und hat gesagt, Rolf, wir haben ein Problem, deine Zähne. Ich hatte einen Schneidezahn, der so stand. Und er hat gesagt, das musst du erst richten lassen. Dann habe ich mir ein Angebot machen lassen und es war so teuer, dass ich gedacht habe, nee, daran kann es nicht scheitern. Und Robin Gibb hat es doch auch geschafft. Und er hatte ähnliche Zähne. Können Sie kurz mal zeigen, wie es ist? Ja, jetzt ist es gerichtet, aber ich habe immer noch nicht zwei Schneidezähne, wie sie eigentlich sein sollen. Wer genau hinguckt, sieht, dass das immer noch eigentlich ein schiefes Gebiss ist. Aber dadurch, ich bin dem Schlager ja nahe. Viele meiner Lieder wie Leben ist Meer oder Lachende Augen sind eigentlich auch Schlager. Aber letztendlich habe ich dann doch so die Welt zwischen Kinderlied, Chanson und Schlager für mich gefunden. Und das mit Leo Leandros war eine gute Erfahrung. Und mit seiner Tochter, die damals im Studio Teenager war und nicht sehr viel Blicke für mich hatte. Na gut. Mit der habe ich dann Ich liebe das Leben gesungen, als wir beide vor 4, 5 Jahren zu Hanseaten des Jahres gewählt wurden in Hamburg. Das war sehr schön. Und Vicky ist eine wunderbare Frau. Wir haben sogar ihr Kochbuch gekauft jetzt. Man merkt, Sie lieben das Leben und das ist total ansteckend. Wer sagt, ich will noch mehr Rolf Zukowski, lesen Sie dieses Buch. Wir werden 4 Exemplare verlosen, handsigniert. Da müssen Sie noch ran. Ich habe auch noch eins, signiert, bitte. Ja. Die verlosen wir nach der Sendung. Vielen, vielen Dank für sehr viel Leben, für sehr viel Kindheit, für sehr viel Spaß und schöne Musik. Und danke, dass Dankeschön. Wir sogar gesungen haben. Und ich kann es ja nicht Dank. Mal. Dankeschön. Dank.